Hallo und herzlich willkommen zu meinem Update zu meiner 34. Schwangerschaftswoche. Ja, lang ist es jetzt nicht mehr hin. Und im letzten Update hatte ich ja gesagt, dass ich mal wieder meinen Bauch messen muss. Und ich bin jetzt bei 116 cm. Bei Vince habe ich ja geendet mit 111 cm. Und ja, man merkt es jetzt schon, man sieht es jetzt schon. Heute Morgen im Kindergarten war wieder die Situation, dass ich gefragt wurde, wann es denn soweit ist. Und ich halt gesagt habe, naja, am 25. März. Die Leute so, was? Ach, ich dachte, es geht bald los und sie haben so einen großen Bauch. Und ja, aber viele, mit denen man so redet, die erzählen auch, dass sie beim zweiten Kind einen größeren Bauch hatten. Warum auch immer das halt so ist, es ist halt nun mal so. Ja, ansonsten, die Woche war zum Teil sehr anstrengend. Also ich hatte zum Beispiel Tage dabei, da war es für mich schon total anstrengend, einfach nur mit dem Auto zur Post zu fahren, auf die Post zu gehen, um ein Paket abzuholen und wieder heimzufahren. Danach war ich total platt und mir tat alles weh. An anderen Tagen konnte ich anderthalb Stunden mit Vince durch den Tierpark laufen. Also es ist im Moment so ganz doll tagesabhängig, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich habe über den Tag verteilt mehrmals Übungswehen, Senkwehen, wie auch immer man die nennen möchte. Es ist im Grunde ja alles dasselbe, egal wie man es nennt. Bei Vince war es ja so, dass das immer nur abends war. Zu einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube es war so zwischen 8:30 und 9:30, konnte ich wirklich jeden Tag darauf warten, dass ich dann wirklich in dieser Stunde regelmäßig meine Übungswehen bekommen habe, auch in relativ regelmäßigen Abständen, so zwischen 10 und 12 Minuten, glaube ich. Aber die waren halt nicht schmerzhaft oder so. Und jetzt habe ich es wirklich so über den ganzen Tag verteilt. Also es geht vormittags los und immer mal wieder so, aber ganz, ganz unregelmäßig einfach. Und das hat mich, einfach weil es so ein bisschen anders wieder war als bei Vince, hat es mich ein wenig panisch werden lassen letzte Woche. Also ich hatte ein paar Tage lang diesen eigentlich total irrationalen Gedanken, es geht jeden Tag los und du bist noch nicht fertig. Also ich war in der 34. Woche und dachte wirklich, mein Gott, es kann jetzt wirklich jeden Tag losgehen. Du hast so das Gefühl, es geht los und du bist noch nicht fertig und ich habe mir totalen Stress gemacht. Ich habe dann so in aller Eile noch den Wickeltisch gemacht und die Wickeltasche und habe angefangen an meiner Kliniktasche zu packen und habe Projekte noch bearbeitet. Also ich habe auch ganz, ganz viel gearbeitet die letzten 2 Wochen, um einfach Dinge noch fertig zu bekommen vor der Geburt. Total irrational. Also ich weiß auch nicht, mittlerweile geht es auch wieder. Mittlerweile bin ich wieder tiefenentspannt. Wenn es losgeht, geht's los. Aber es wäre nicht schlecht, wenn es noch eine Weile dauert, weil ich bin noch nicht fertig. Weil meine Kliniktasche ist immer noch nicht fertig gepackt. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat man dann die Hormone oder keine Ahnung, was es halt ist, die einen dann in diese Stimmung versetzen und diese Gedanken einfach mit sich bringen. Ja, war total komisch. Wie gesagt, jetzt bin ich wieder total entspannt und gehe das ganz locker an. Was ich bis dahin geschafft habe, habe ich geschafft. Ich habe dann auch wie so eine Irre nochmal, bin alles durchgegangen, ob ich alles habe. Da ist mir aufgefallen, mir fehlen noch Fläschchen. Also habe ich schnell Fläschchen bestellt. Sobald die da waren, habe ich die ausgekocht. Ich weiß noch, bei Vince habe ich die Fläschchen ausgekocht, als ich aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir da irgendwie so Stress gemacht. Keine Ahnung. Ist halt einfach so gewesen. Ist ja auch nicht schlimm. Jetzt ist es wieder vorbei. Ich hatte ja auch schon, das hatte ich glaube ich auch im letzten Video gesagt, dass ich glaube, dass ich keine 40 Wochen gehen werde. Aber vielleicht ist es auch ein falsches Gefühl und ich gehe über den Termin hinaus. Wir werden es ja alle sehen. Ihr werdet ja alle sehen, wie viele Schwangerschaftsupdates denn nun noch kommen. Ansonsten gibt es so viel Neues gar nicht zu erzählen. Ich habe immer noch ein paar Mal am Tag so kurzes Sodbrennen, aber auch nicht so doll wie bei Vince. Bei Vince weiß ich, da musste ich dann richtig auch so Renni nehmen, damit das überhaupt einigermaßen funktionierte. Und jetzt entweder nehme ich gar nichts, ich lasse es halt, wie es ist, oder ich trinke ein Glas Milch, das hilft eigentlich auch ganz gut. Also es ist nicht so belastend, aber es zeigt halt, dass das Kind auch doch noch relativ weit oben liegt und noch nicht irgendwie weit runtergerutscht ist. Und ja, ich habe dann jetzt bald die Kreißsaalbesichtigung und auch das Vorgespräch im Geburtshaus. Davon werde ich euch dann erzählen natürlich, wenn es soweit ist. Heute wollte ich euch noch was zeigen, 2 Produkte. Zum einen wollte ich euch mal meinen Bauchgurt zeigen. Durch die Symphysenschmerzen habe ich mir dann so einen Bauchgurt zugelegt und einen meiner Still-BHs möchte ich euch gerne vorstellen. Beide Produkte sind von Carrywell, wenn man das so richtig ausspricht, und ich verlinke euch das beides natürlich unten in der Infobox.
Fangen wir mal mit diesem Bauchband an. Also bei Carrywell heißt das größenverstellbares Miederband. Und ich habe die Größe LXL genommen, weil ich halt, ja, ich war mir auch unsicher durch den großen Bauch, was man da am besten nimmt. Carrywell, das wird übrigens in Dänemark hergestellt. Und ich habe einen schwarzen genommen. So sieht der aus. Hier steht nochmal Carrywell mit drauf. Und ja, unabhängig von meinen Symphysenschmerzen hilft er natürlich auch bei Rückenschmerzen und bietet einfach so ein, ja, eine schnelle Anpassung. Man hat auch einfach so das Gefühl, dass es unterstützend wirkt, dass es irgendwo auch noch ein bisschen hält. Ich habe es gern getragen, wenn ich wusste, ich muss den ganzen Tag laufen beispielsweise. Es gibt ja verschiedene Meinungen. Manchen hat es geholfen, manchen hat es nicht geholfen. Ich würde sagen, mir hat es geholfen und wenn es auch nur vom Kopf her war, weil ich den Gedanken hatte, ich habe da was, was noch zusätzlich stützt, was mir zusätzlich hilft. Und hier unten ist das halt alles verstärkt. Hier hinten hat man dann die Klettverschlüsse, um das wirklich komplett individuell anpassen zu können. Also man klettet und richtet das in zwei verschiedene Richtungen. Hier hat man zwei Verstellmöglichkeiten und auf der anderen Seite sieht das Ganze dann so aus. Also so weit kann man das dann individuell einstellen. Auch wie der Bauch halt innerhalb der Schwangerschaft dann wächst, kann man das dann halt weitermachen. Das finde ich wirklich sehr schön, weil das halt wirklich gut mitwächst, auch innerhalb der Schwangerschaft, wenn man halt schon am Anfang Probleme mit Symphysenschmerzen oder Rückenschmerzen hat, dass man das dann an den wachsenden Bauchumfang einfach auch anpassen kann. So sieht das Ganze dann aus. Schwarz fand ich, war auch eine schöne neutrale Farbe. Kann man natürlich auch in weiß oder diesem hautfarbenen Ton wählen. Aber ich habe jetzt einfach den genommen. Der war auch sehr angenehm. Es war jetzt auch nicht so, dass es beim Sitzen extrem gedrückt hat oder gestört hat oder so. Mal noch aus was der besteht. 75% Nylon und 25% Spandex. So, nun zeige ich euch auch noch meinen Still-BH, den ich auch von derselben Marke habe. Das hier ist mein nahtloser gepolsterter Still-BH. Also den kann man sowohl in der Schwangerschaft tragen, als auch dann in der Stillzeit, was ich sehr praktisch fand. Ich hatte nämlich von Anfang an Probleme mit allen BHs, die ich halt hatte. Entweder waren sie zu klein oder sie haben gedrückt. Also alle meine BHs waren auch mit Bügel. Ich habe nie BHs ohne Bügel getragen, außer meinen Sport-BHs. Also ich habe dann auch lange Zeit meine Sport-BHs viel getragen. Aber es war halt tierisch unangenehm. Manchmal hatte ich richtig starke Schmerzen auch durch die BHs und es war einfach unangenehm. Und dann habe ich mich halt angefangen, darüber zu informieren, ob es denn auch für die Schwangerschaft schon passende BHs gibt und natürlich passenderweise dann auch für die Stillzeit. Und bin halt auf den BH von Carrywell gestoßen. Und ich habe auch hier Größe L genommen, die kann man aber schön individuell anpassen. Das Ding ist ja, die Brust verändert sich, also sowohl in der Schwangerschaft als natürlich auch in der Stillzeit. Aber der BH lässt sich richtig gut anpassen. Mitgeschickt wird dann auch nochmal so ein Erweiterungsteil, dass man das alles noch länger, größer machen kann. Finde ich halt super praktisch und gut durchdacht. Gehen mal, ich zeige euch den mal ein bisschen näher. Also der ist wie gesagt ohne Bügel. Ich konnte mir das halt erst überhaupt gar nicht vorstellen, aber es war super angenehm. Es hat perfekt gehalten, wirklich besser als meine anderen BHs, weil die ja eigentlich zu klein waren und nicht richtig gepasst haben. Hat das super, super gut gehalten. Dann kann man natürlich das hier hinten einstellen und wie gesagt durch das Erweiterungsset dann auch erweitern, wenn die Brüste halt in der Schwangerschaft größer werden. Und dann hat man natürlich hier dieses Stillsystem. Moment, ich muss das mal wieder einklicken. So, ich hoffe, das sieht man. Normalerweise trägt man ja den BH so und man kann das dann einfach hier oben abklicken. So und runterklappen. Und schon ist man fertig, klappt es wieder hoch, macht es wieder zu und fertig. Deswegen, ich finde auch, man sollte immer Still-BHs benutzen. Vielleicht nicht unbedingt zu Hause, aber selbst da ist es doch einfach unmöglich und umständlich, den kompletten BH ausziehen zu müssen. Deswegen finde ich solche Still-BHs richtig gut. Und mir ist es halt auch ganz, ganz wichtig, dass der gepolstert war. Diese vorgeformten Cups, die kann man auch rausnehmen, wenn es einen jetzt stört. Aber für mich ist das immer sehr, sehr wichtig. Zum einen mag ich es nicht, wenn Nippelalarm herrscht.
Zum anderen mag ich es nicht, wenn man unter den BHs dann auch sieht, wenn man die Stilleinlagen zum Beispiel drin hat. Deswegen finde ich das ganz gut, dass der so ein bisschen gepolstert ist. Natürlich nicht irgendwie Push-Up-mäßig oder so, sondern einfach nur, was die Sichtweise und die Ästhetik anbelangt. Der ist auch überall schön verstärkt nochmal. Also ist wirklich total angenehm, den zu tragen. Es ist auch ein wunderschönes Material. Ich gucke mal schnell. 92% Polyamide und 8% Elastane. Also ist wirklich super angenehm. Der trocknet auch schön schnell, wenn man ihn halt gewaschen hat. Ich habe halt zwei Still-BHs für Schwangerschaft und Stillzeit. Das reicht auch. Halt einfach nur, wenn einer in der Wäsche ist, dass ich dann den anderen anziehen kann. Und da war ich auch, bin ich der Meinung, kann man auch dann mal ein bisschen mehr Geld ausgeben als diese Billig-BHs. Ich war halt am Anfang so, naja, kaufst du dir halt einen BH eine Nummer größer, halt nur so ein Billigteil fertig. Diesen BH hatte ich nur ein paar Mal an, weil der hat mir so weh getan, der hat so gedrückt, die Bügel waren so unangenehm. Also ich kann nur jedem für die Schwangerschaft und dann halt auch für die Stillzeit empfehlen, sich wirklich einen bequemen BH zuzulegen. Und es ist ja total praktisch. Man kann den 9 Monate in der Schwangerschaft tragen, dann noch die komplette Stillzeit und danach ja theoretisch auch noch. Man kann sich das dann wieder so einstellen, wenn die Brüste wieder ein bisschen kleiner sind, stellt man halt alles ein bisschen enger. Und dann kann man den nachher noch genauso tragen. Durch den richtig guten Halt und weil der halt so gut sitzt, werde ich das auch auf jeden Fall so machen. Und genau, das ist halt auch noch der Still-BH, den ich von Caryweil habe. Und mit den zwei Produkten bin ich sehr, sehr zufrieden. Deswegen kann ich auch sagen, dass ich mit der Marke zufrieden bin. Und wie gesagt, ich verlinke euch das beides nochmal in der Infobox, da könnt ihr euch das nochmal ansehen. Wie gesagt, wenn ihr da auf der Suche seid nach noch einem guten BH, schaut euch den mal an. Ich finde ihn sehr, 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 sehr gut. Ich hoffe, dass euch mein Schwangerschaftsupdate zur 34. Schwangerschaftswoche wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann ja wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss!